Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und das Ding hat es wirklich in sich. Das ist wahrscheinlich das absurdeste erste Date, was ich persönlich bisher mitbekommen habe. Und ihr könnt ja auch gerne mal rein kommentieren. Findet ihr das auch so absurd? Wie hättet ihr persönlich reagiert? Und was mich auch interessiert, sind eure Stories. Habt ihr auch schon mal so Dinge erlebt oder sogar noch krassere Sachen? Und wie habt ihr reagiert? Und dann können wir gerne ein bisschen rumdiskutieren. Wie wäre es jetzt? Was wäre sinnvoll? Wie hätte man reagieren können? Und war das jetzt wirklich so schlimm? Oder war das doch eigentlich für ein erstes Date ganz normal? Also, los geht's. Und zwar, hallo Herr Frahm, ich 26 hatte die Tage eine, in Anführungszeichen, interessante Erfahrung mit einer Frau, ebenfalls 26, und weiß momentan nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Wir haben uns abends beim Feiern kennengelernt und ein paar Tage später ein erstes Treffen in einer Bar in der Innenstadt ausgemacht. Sie ist extrem attraktiv und heiß, genau mein Typ, und wir hatten uns direkt gut verstanden. Und da kriege ich persönlich immer schon so ein bisschen so halb die Krise, wenn ich das lese, dieses extrem attraktiv und heiß, genau mein Typ, da höre ich schon immer wieder dieses. Also dieses Engelsgeräusch, dieser Engelsgesang, wie die Frau da aufs Podest gehoben wird. Aber mal gucken, ob das hier dann auch der Fall ist. Bis dahin schien noch alles völlig normal. Sie wohnt halbwegs bei mir in der Nähe, sodass sie vorgeschlagen hat, dass ich sie an besagtem Abend mit dem Auto bei ihr zu Hause abhole. Okay, das ist schon mal eine blöde Idee, weil man dann nicht einfach abhauen kann, wenn das Treffen die Hölle ist. Außerdem verstärkt das dieses Prinzessinnen-Ding, dass der Mann doch bitte der Frau den Hintern nachzutragen hat und dann am besten noch das ganze Date zu zahlen hat am Ende und ähnliche Scherze. Willkommen in der Wirklichkeit, Prinzessin. Aber auch da mal gucken, ob es überhaupt so weit kommt. Und für die, die jetzt wieder jammern wollen, ja, es gab auch schon Typen, die Frau abgeholt haben und ihr alles bezahlt haben und dann trotzdem am Ende die Frau bekommen haben. Aber wie immer sind Ausnahmen keine Regel und außerdem geht es ja hier auch nach wie vor nicht nur darum, ey Alter, wie krieg ich die Frau rum, sondern es geht auch um die innere Einstellung eines erwachsenen Mannes und auch die gesellschaftliche Dynamik hinter diesem ganzen Dating-Kram. Und da vor allem um dieses Prinzessinnen-Verhätschelungsfrauen-Ding, ja, den Frauen den Arsch nachtragen praktisch. Denn wenn wir Männer wollen, dass Frauen sich wie Erwachsene verhalten, dann sollten wir aufhören, sie wie kleine Kinder zu behandeln. Da hat mir mal irgendwo jemand erklärt. Also deshalb als erster Tipp, am besten zu so einem Treffen separat auftauchen, denn dann kann jeder abhauen, wann er will. Und wie gesagt, die Frau ist ja kein Kind, was von der Schule abgeholt werden muss, sondern die wird es ja schaffen, alleine in die Stadt zu kommen. So, weiter geht's. Gesagt, getan. Mitten auf der Fahrt in Richtung Stadt fällt ihr auf einmal ein, dass sie noch kurz jemanden besuchen muss, was aber kein großer Umweg sei und auch nur höchstens eine Minute in Anführungsstrichen dauern würde. Das fand ich persönlich etwas merkwürdig. Ja, würde ich wohl auch sagen. Ich wollte aber kein Spielverderber sein, weil das wahrscheinlich eine komische Stimmung erzeugt hätte. Und außerdem haben wir uns auch am ersten Abend schon wirklich gut verstanden und die Chemie schien zu stimmen. Ich dachte mir, ich bleibe einfach locker und tue so, als wäre alles völlig normal. Kann es sein, dass du gerade Scheiße baust? Kurz bevor wir dort ankamen, fragte ich so beiläufig wie möglich, wen wir denn überhaupt besuchen. Und sie sagte nur Überraschung. Ich mich wieder ganz cool drauf eingelassen und sogar noch gedacht, naja, immerhin ist sie nicht langweilig. Am Zielort angekommen, bat sie mich kurz mit auszusteigen und sie zu begleiten. Das war mir dann doch etwas suspekt, sodass ich noch mindestens dreimal nachgehakt habe, wo es denn hingeht, bis sie schließlich sagte, nur kurz zu meinen Eltern. Houston, we have a problem. Volle Kraft zurück, Chewie, die Hilfstriebwerke. Also ich habe ja gehofft, ich hätte mich irgendwie verlesen oder sowas, aber es steht hier wirklich. Und an dem Punkt hätten sie sich am besten aus dem fahrenden Auto rausgerollt und wären um ihr Leben gelaufen. Ohne Quatsch, scheiß auf das Auto, einfach nur weg da. Denn das ist die absurdeste Date-Geschichte, die ich persönlich jemals gehört habe und ich habe schon eine Menge verrückte Dinger gehört. Ich habe eine Menge verrückter Scheiße in meiner Zeit gesehen, Krieg aber. Dich ab, Mann. Und einerseits hoffe ich, dass es eine Fake-Zuschauerfrage ist, was sie mir hier geschickt haben, aber irgendwie bezweifle ich's. Und andererseits, ja, gibt es aber auch so einen kleinen sensationsgeilen Anteil in mir, der hofft, dass das auch wirklich so passiert ist. So, und jetzt sagen Sie mir bitte nicht, dass Sie da wirklich mit ausgestiegen sind. Nach einigem Hin und Her wurde mir das Ganze zu bunt und ich bin dann schließlich doch mit ausgestiegen. Tust du denn sowas? Weil sie mir versicherte, dass ihre Eltern wahrscheinlich nicht zu Hause seien und sie wirklich nur kurz etwas holen müsse. Ja, wahrscheinlich. Es kam, wie es kommen musste, und die Eltern waren natürlich doch zu Hause und die Mutter begrüßte mich im Hausflur mit Handschlag und den Worten: Hallo, du bist also der Blablabla. Sie wusste also von ihrer Tochter offensichtlich schon meinen Namen und es kam noch besser. Während mein Date kurz im Haus verschwand, um ihre angeblichen Sachen zu holen, stand ich wie bestellt und nicht abgeholt da und durfte Smalltalk mit ihrer Mutter und kurz auch mit ihrem Vater betreiben, die dann wissen wollte, was ich studiere, was ich damit später mal machen will und was denn meine Hobbys wären. Sind Sie berufstätig, Mr. Lebowski? Ich kam mir vor wie bei einem Vorstellungsgespräch. Es waren vielleicht 2 bis 3 Minuten, bis mein Date wiederkam, es kam mir aber vor wie mindestens eine Stunde. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, und jetzt sagen Sie mir bitte, dass Sie spätestens da aufgewacht sind,
den Kopf aus ihrem Hintern gezogen haben und ganz schnell die Biege gemacht haben und die Frau nie wieder kontaktiert haben. Wir verabschiedeten uns von ihren Eltern und es ging nun weiter in Richtung Innenstadt. Okay, sie haben es also wirklich weiter durchgezogen. Das heißt, entweder sind sie hochgradig masochistisch veranlagt, ja, oder lebensmüde, oder die Frau ist optisch wirklich extrem attraktiv, denn dann sind die meisten Männer ja sowieso direkt am Rande der geistigen Behinderung sozusagen und lassen so gut wie alles mit sich machen und über sich ergehen. Und ich sage das hier so ein bisschen witzig, aber meines Erachtens können sie heilfroh sein, dass sie offensichtlich noch im Leben sind und mir diese E-Mail schreiben konnten. Denn ich muss die ganze Zeit an diesen durchgeknallten Anhalter von Verrückt nach Mary denken, der total abgereist ist, wo dann später rauskommt, dass er hier eine zerstückelte Leiche drin gehabt hat und kurz davor war, dem Ben Stiller die Kehle durchzuschneiden. Denn jetzt mal ganz im Ernst, wenn mich eine Frau beim allerersten Treffen zu ihren Eltern schleift und mich da von der Mutter ins Kreuzverhör nehmen lässt, dann ist meines Erachtens die Chance größer, nach diesem Treffen in ziemlich klein gehackten Stücken in irgendeinem Fluss oder Vorgarten zu enden, als sicher wieder daheim auf der Couch mit allen Gliedmaßen und Organen. Wollen Sie das? Nein, verpiss dich. Okay, weiter geht's. In der Bar angekommen, gestand sie mir dann irgendwann ganz unverblümt und so, als wäre es das Normalste auf der Welt, dass sie das alles natürlich von Anfang an geplant hatte und dass sie es im Prinzip immer so handhabt, dass ihre Mutter erstmal über ihre Datepartner informiert wird und diese dann auch vorgezeigt bekommt. Auf Rückfrage meinerseits, ob sie das denn nicht selbst ein bisschen schräg finden würde, entgegnete sie nur, nö, wieso? Meine Mutter hat da einfach einen ganz guten Riecher, was Männer betrifft, und außerdem machen wir das schon immer so. Ja, dann ist ja alles in Ordnung. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Der Rest des Abends war dann eine Mischung aus etwa 25% nettem Gespräch und 75% ausführlichen Schilderungen, wie toll sie und ihr Leben doch ist. Und es wurde auch mehrfach erwähnt, dass es keine vernünftigen Männer und richtigen Gentlemen mehr gibt und was Männer generell doch für schlechte Menschen seien, während Frauen anscheinend überhaupt nichts falsch machen. Also so ein Scheißgelaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. Irgendwann verlangte sie dann nach der Rechnung und da muss ich wieder einhaken, warum macht die Frau das? Warum haben sie das nicht schon längst gemacht? Warum sind sie überhaupt noch da? Warum sind sie nicht einfach so schnell, wie es geht, nach Hause gefahren nach dieser Mutteraktion, beziehungsweise schon vor der Mutteraktion, als sie wussten, wo es hingeht, und haben die Frau einfach da stehen lassen? Beziehungsweise bei den Eltern gelassen? Ja, was sagt das über sie als Mann aus? Ist sicherlich eine sinnvolle Frage an der Stelle. Also, irgendwann verlangte sie dann nach der Rechnung und verschwand dann kurz darauf ziemlich lange auf der Toilette. Ach, wie praktisch, das haben wir ja ganz besonders gern. So, weiter geht's. Kurz nachdem sie wiederkam, kam die Kellnerin erst mit der Rechnung, knapp über 45 Euro für Essen und Getränke, und legte mir diese vor mit der Frage nach zusammen oder getrennt. Und das finde ich persönlich auch schon oft den Knaller, dass man als Mann, vor allem von weiblichen Kellnerinnen, oft einfach die Rechnung dahingelegt bekommt. Und oft auch ohne diese Frage zusammen oder getrennt, wie es jetzt bei ihnen war. Ja, und für mich persönlich fehlt da immer nur noch, dass sobald beim Mann dann das Portemonnaie aufgeht, dass dann die Kellnerin und die weibliche Begleitung sich ein High Five geben. Und da sind wir praktisch schon bei der Definition von modernem Feminismus in Anführungszeichen, modern, ja, praktisch sich über Sexismus beschweren als Frau, indem man aber selbst permanent sexistische Muster bedient. Ja, da rummotzen, dass man als starke, unabhängige Frau wahrgenommen werden will, aber sich dann ständig wie 13 verhalten. So, weiter geht's und ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass sie diese Rechnung nicht bezahlt haben, denn sonst muss ich wahrscheinlich vorbeikommen und sie persönlich erwürgen. Da mein Date mich nur belustigt ansah und keinerlei Anstalten machte, zu ihrer Tasche oder Portemonnaie zu greifen, wurde es mir an dieser Stelle dann langsam etwas zu bunt. Ja, das hoffe ich, wird langsamer Zeit. Und ich sagte getrennt, woraufhin schlagartig die Luft zu brennen schien und sie mich fast schon im Befehlston fragte, ob das jetzt mein Ernst sei. Sie habe außerdem kein Geld dabei und überhaupt wäre das ja wohl hoffentlich ein schlechter Scherz. Da hätten sie am besten gesagt, der ganze Abend ist schon ein schlechter Scherz. Um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen, habe ich dann, obwohl ich angepisst war, widerwillig gezahlt. Nein, 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 nein! Ah, da blutet mein Herz. Trotzdem war die Stimmung danach alles andere als gut. Sie schien unerklärlicherweise auch auf mich sauer zu sein. Ja, natürlich ist sie sauer auf sie, denn sie haben kurzfristig versucht, das Prinzesschen wie eine Erwachsene zu behandeln. Und das lassen sich Prinzessinnen nun mal nicht gerne gefallen. Beziehungsweise die fordern natürlich nur die Privilegien von Erwachsenen ein, das heißt die Vorteile, aber niemals die Nachteile. Denn sobald es um die schwierigen Seiten des Erwachsenseins geht, zum Beispiel Verantwortung übernehmen für die eigenen Handlungen oder den eigenen Hintern zu finanzieren, da ist aber ruckzuck der Ofen aus und da sollen dann am liebsten die Privilegien von Kindern natürlich gelten. So, weiter im Text. Ich habe sie dann noch nach Hause gefahren. Die Stimmung war oberflächlich freundlich, aber doch eisig und wir haben uns dann recht neutral verabschiedet.
Ja, warum fahren Sie die überhaupt noch nach Hause? Die sollen sich ein Taxi rufen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln heimkommen. Außer vielleicht, Sie sind jetzt irgendwo mitten im Ghetto oder es ist 5 Uhr nachts oder sowas. Aber ich nehme mal an, dass beides nicht der Fall war. Jetzt meine Frage an Sie, ob ich mich bei dieser Frau überhaupt noch mal melden soll. Ja, ich glaube, es hat. Oder es einfach gut sein lassen soll. Leider habe ich Ihre Videos erst nach diesem Date entdeckt, weil ich herausfinden wollte, ob ein solches Verhalten normal ist. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Ja. Also, ich denke, Sie können sich mittlerweile wohl schon denken, wie meine Antwort hier ausfallen wird, ob Sie sich nochmal melden sollen oder besser nicht. Und da muss ich wohl auch nicht nochmal den Herrn Hitler einblenden, oder? Denn allein, dass Sie diese Frage stellen, ob Sie sich nochmal melden sollen, nach dieser Vorgeschichte, allein das ist schon ein deutlicher Hinweis auf eine psychologische Dynamik bei Ihnen, die den Verlauf dieses ganzen Abends auch meines Erachtens sehr gut erklärt, beziehungsweise überhaupt erst möglich gemacht hat. Und zur Strafe deshalb bitte erstmal alle meine Videos reinziehen, falls noch nicht passiert. Also Moral der Geschichte und Fazit: Sie hätten im Normalfall einen fantastischen Abend haben können und noch Giving ohne Ende betreiben können. Und zwar, indem Sie in dem Moment, in dem die Frau das Wort Eltern im Auto ausspricht oder erwähnt, ja, einfach auf der Straße die Handbremse reinknallen, sie innerhalb einer Minute rausschmeißen, also bei den Eltern absetzen, meine ich damit. Und am besten noch sowas wie, ich glaube, es hackt Schätzelein dazu sagen und dann einfach wieder heimfahren und einen fantastischen Abend glücklich auf der Couch oder beim Fitness oder bei Freunden verbringen und sich nie wieder bei dieser Frau melden. Wir gehen von jetzt an getrennte Wege. Oder auch sie fahren allein weiter in die Stadt und lachen sich da eine andere Frau an, die sie vielleicht nicht beim ersten Treffen mit zu den Eltern schleift und bei der sie auch vielleicht nicht permanent in Lebensgefahr schweben. Und gleichzeitig wäre das auch Giving gewesen, weil die Frau dadurch natürlich einen ordentlichen Schuss vor ihren Prinzessinnenbug bzw. Prinzessinnen-Psychobug bekommen hätte, was diese Frau auch offensichtlich mehr als bitter nötig gehabt hätte. Komm, geh mir nicht auf den Sack, Frau. Mehr kannst du knicken. Und insgesamt bleibt wie gesagt die Frage, warum sie das alles überhaupt mit sich machen lassen. Denn es gehören ja immer zwei dazu, der eine, der macht und der andere, der machen lässt. Und in der Regel sind da bei uns Männern oft Glaubenssätze vorhanden, wie zum Beispiel, mit mir kann man es machen, ja, wer bin ich schon, ja, was sind schon meine Bedürfnisse im Gegensatz zur Chance, eine richtig attraktive Frau kennenzulernen oder zu bekommen, Frauen muss man den Hintern nachtragen und finanzieren und so weiter und so weiter. Das gerne bei Ihnen mal überprüfen, denn mit einem gesunden männlichen Selbstvertrauen, da hätten Sie erstens die Frau gar nicht daheim abgeholt, sondern sich einfach direkt an der Bar getroffen. Und dann wäre auch die ganze Mutteraktion überhaupt nicht passiert, außer die Tante bringt natürlich ihre Mutter mit zur Bar, was ich der Frau mittlerweile nach ihren Schilderungen hier wirklich zutrauen würde. Und dann hätten sie nach einer halben Stunde in der Bar gemerkt, ja Moment mal, die redet hier nur Mist, die quatscht ja fast nur von sich und ist total durchgeknallt. Ja, und hätten dann ihren eigenen Drink bezahlt und wären einfach abgehauen. Denn wie gesagt, wenn wir Männer wollen, dass Frauen in unserer Gesellschaft sich wieder mehr wie Erwachsene verhalten, dann sollten wir aufhören, sie wie kleine Kinder zu behandeln, beziehungsweise ihnen ständig solche Kinderprinzessinnen-Verhaltensweisen auch noch durchgehen zu lassen. Ja, das war's fürs Erste. Ich hoffe, das hilft. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Frankly, my dear, I don't give a damn.